es zu spät. Lag nicht an mir. Du stinkst. Du bist fett. Wir wissen das. Scheiß drauf. Komm. Das hat ja länger gedauert, als ich erwartet habe. Du solltest lernen, abzuschalten. Sonst wären es dann auch wie ich. Das geht nicht. Tja, das musst du jetzt wohl. Vater verzichtet zwar auf eine Anzeige, aber du bist raus aus dem Fall. Du siehst es als Chance. Nach Hause, kümmere dich um Clara, kauf ihr Blumen. Sag, dass es dir leid tut. Wir werden sie nicht finden. Ruf sie an, okay? Sie haben eine neue Nachricht. Hi, ich bin's, Clara. Ich wollte nur noch mal anrufen. Ich weiß ja, dass der Fall dir zu schaffen macht, aber du kannst nicht wirklich jedes Mal, wenn du Stress im Job hast, dich mit meinen Freunden anlegen. Ich habe mich so auf den Abend gefreut. Ich habe mich einfach auf dich gefreut. Ich will dir nur sagen, also ich bin jetzt zu Hause, nur für den Fall, dass du nicht mal wieder im Büro schläfst. Oh.
Welchen Teil von du bist raus aus dem Fall und Blumen kaufen hast du so missverstanden, dass du auf Missachtung der Dienstvorschriften und Einbruch kommst? Ich habe einen Tipp bekommen. Oh, natürlich einen Tipp bekommen. Wir haben jetzt 2 Tage lang jeden verdammten Stein umgedreht. Und jetzt willst du für irgendeinen billigen Tipp deinen Job aufs Spiel setzen? Ja. Ist doch scheiße. Hier ist gar nichts mehr. Mann, ich mach mir doch nur Sorgen um dich. Ich will nicht, dass du angetrunken mit einer geladenen Waffe hier durch die Gegend stolperst. Und außerdem glaube ich... Halt's Maul! Hilf mir lieber. Das wirst du doch alleine schaffen. Na komm. Schnapp den Wichser, los! Mein Name ist Lucius.
Sie sind hier in guten Händen. Erinnern Sie sich, was passiert ist? Der Entführer, Titus, er hat sie gebissen. Sehen Sie, die Adern um Ihre Bisswunde verfärben sich schon. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Wenn das Gift Ihr Herz erreicht hat, dann ist es zu spät. Als Sie gebissen wurden, hat Ihnen der Infizient ein Virus übertragen. Titus, ein Abtrünniger. Durch diesen Biss gibt es eine mentale Verbindung zwischen Ihnen und ihm. Und die wollen wir nutzen. Lass mich hier raus. Die Verbindung ist wechselseitig. Wenn Sie alleine hier rausgehen, dann wird er Sie finden. Und er wird Ihre ohnehin knappe Zeit noch mehr verkürzen. Hilf uns, ihn zu finden, bevor er dich und die Deinen findet. Clara. Wir kümmern uns bereits um Sie. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe! Hören Sie mir zu. Sie werden sich jetzt ausruhen und zu Kräften kommen. Und dann... Herr Dorn! Wenn ich irgendwas für Sie und Ihre Freakshow hier tun soll, dann lassen Sie mich verdammt nochmal gehen. Jetzt. Du bleibst bei ihm. Sie sehen euch nur als Nahrung. Wir wollen das Gleichgewicht zwischen Menschen. Ihr seid also die Kunden. Sie töten Kinder. Titus wird dafür bestraft werden. Ja. Ich bin's. Wir sind jetzt bei der Frau. Aber ich glaube, hier ist noch jemand. Vorsicht hinter dir! Was ist los? Nicht herankommen. Was will er denn von mir? Was war das? Blut. Du brauchst es. Du kannst ihn sehen, nicht wahr? Du bist der Einzige, der ihn finden kann. Das weiß auch er. Vertrau mir. Vertrauen, ja. Super Idee. Überleg dir, wen du anrufst. Es ist gefährlich, in deiner Nähe zu sein. Wir müssen uns beeilen. Thank you.
muss sein Blut trinken. Ich muss sie finden. Sie sind sich also ganz sicher, dass es das Blut des Täters ist. Die Probe vom Kleid des Mädchens ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann machen Sie den Test nochmal. Wer ist er? Ein Freund. Was wollen wir hier? Titus Blut. Na, wenn's geht, noch heute, na los! Stehen bleiben, stehen bleiben! Halt! Konrad, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung mit dir? Dafür ist jetzt keine Zeit. Was ist hier los? Ich kann das jetzt nicht erklären. Du siehst nicht gut aus. Was ist mit dir passiert? Was haben sie mit dir gemacht? Du musst sofort ins Krankenhaus. Ja, Clara. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir nicht helfen. Schau dich doch mal an, natürlich. Nein. Ja? Die beiden sind meine einzige Chance. Nach der Scheiße, die heute Nacht passiert ist. Ich brauch dich. Aber nicht hier. Und nicht so. Es hat nicht funktioniert. Ich hatte dich auf dem Laufenden. Konrad? Es wird deine Instinkte um ein Vielfaches intensivieren. Viel Spaß. Wie geht es dir? Ich werde sterben. Ja. Ja. Aber wenn du sein Blut trinkst, dann wirst du einer von uns. Sie handelt mal wieder auf eigene Faust. It's ernst.
bist also tatsächlich alleine gekommen. Holzkugeln. So ein Herz ist schwer zu treffen, als man... Wo bleibt jetzt die Kavallerie, hä? Wo seid ihr, hä? Du bist tatsächlich allein zu mir gekommen. Durchsucht alles. Kümmert euch um Titus. Sie brauchen ihren Kindesentführer. Konrad? Setz dich.
lass den Scheiß. Warte. Was hast du getan? Ich habe sie nicht gefunden. Das war unsere einzige Spur. Wir hätten ihn lebend gebraucht. Wir haben unterschiedliche Prioritäten. Ich hätte nicht gedacht, Sie lebend wiederzusehen. Wenn Sie das Leben nennen, wie finde ich meine Frau? Titus war nur ein Laufbursche. Ich will die Hintermänner. Ich bin nicht hier, um euren Krieg zu führen. Falls Ihre Frau leben soll. Sie lebt. Wir haben das gleiche Ziel. Ich helfe Ihnen, Sie helfen mir. Sie sind Polizist, machen Sie Ihre Arbeit. Wenn ich Ihre Dienste in Anspruch nehme, werde ich Sie wissen lassen. Die Welt ist noch nicht dazu bereit, von unserer Existenz zu erfahren. Daher ist Geheimhaltung oberste Priorität. Sie werden Ihren Teil dazu beitragen. Ich will nur Clara. Dass Sie diese Sentimentalität noch nicht abgelegt haben? Und was, wenn Sie sie gefunden haben? Leben Sie dann glücklich zusammen bis in alle Ewigkeit?